Yo, was geht? Ich bin's Philipp Lehnhardt. Ich zeige euch den aktuellen Streckenverlauf des C3-Rennens vom Bomb Trails Race 2017. Los geht's! So, ich mache das Ganze jetzt hier per Voice-Over und werde euch die einzelnen Streckenabschnitte, die auf der Karte sind, euch dann noch dazu erklären. Also, ich hoffe, man versteht das Ganze und ich hoffe, das Wetter hält. Hier geht es jetzt schon in die Patella, in den Patella-Corner rein. Da geht es hier über ein paar Pumpwellen. Die werden, wenn es gut läuft, noch ein bisschen ausgebaut. Dann fährt man hier rechts hoch. Hier haben wir jetzt im Gegensatz zu letztem Jahr die Strecke ein bisschen erweitert. So kann man auch mal hier rechts vorbei oder auch mal hier links. Also Überholmöglichkeiten sind hier auf jeden Fall gegeben. Dann geht es hier hoch. Links bei den Fels. Und jetzt geht es Richtung Phil's Jump. Also meiner. Hier ist noch alles gleich geblieben im Vergleich zum letzten Jahr. Hier hoch zu's haben wir es auch Freitag gemacht. Damit man besser überholen kann. So, und jetzt geht es gleich in den Rock Garden. Hier rein, einmal tief Luft holen. Ah, es macht schon Spaß. So, jetzt geht es über die X-Bridge. Sehr idyllisch hier. Und jetzt geht es zum Little Big Air. Hier kommt dann die erste VTEC-Zone hin. Und jetzt geht es hoch Richtung Rock'n'Roll. Das ist der ganz hintere Streckenabschnitt der Strecke. Jetzt geht es in den Rock'n'Roll rein. Verkackt.
jetzt geht's zum Double. Hier wird es dann noch mal eng. So, jetzt fahren wir unter der X-Bridge durch. Jetzt geht es ins The Hole und direkt in den Heartbeat Harder rein. Diesmal geht die Strecke jetzt weiter hoch. So habt ihr auch ein bisschen mehr Abfahrt drin. Und hier haben wir den kompletten Trail schön breit gemacht, damit man hier auch schön hochfahren kann. Jetzt geht es in die Traverse rein. Wow. Hier auch doppelspurig. Jetzt kreuzen wir gleich die Downhill-Strecke bzw. den Slalom. Und jetzt geht's schön flowig entlang. Ups. Fail. Aber passiert auch mal. Jetzt geht's in den U-Turn rein. Und in die Compression. Und jetzt geht es in den Kreisel.
Richtung Sekör. Und jetzt kommt Bombenbomb. Und wir haben vor jedem Bombenkrater neue Kicker davor gebaut. Und yeah! Jetzt geht's in den Abschnitt The Snake. Auch doppelspurig. Ich fahre mal rechts entlang. Ich habe irgendwas im Auge, Mann. So, und jetzt kommen wir in die zweite Feedback-Zone, die ist nämlich hier. Und jetzt geht's Richtung Dirk Slide. Auch nur angelegt jetzt hier links vorbei. Und jetzt geht's in den Jungle. Dann geht es im Rennen hier über den durch das Team Area durch. Und hier wieder Richtung Ziel. So, ich hoffe, euch hat das ganze Course-Preview geholfen und euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich vielmals beim Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim Bomb Trails Race. Juhu!